Auf der anderen Seite des Ganges. Ja, ich dachte auch gerade so, sind wir jetzt schon in Indien? Dann dürfen wir jetzt keine Kühe schlachten, sondern nur Schweine. Ja, genau. Weißt du, nämlich Rinderschlachthof auf Indisch heißt, schau mal da nicht hin, du. Der ist so uralt. Der ist aber gut, ja. Den habe ich irgendwann mal gebracht, als ich Kühe geschlachtet habe. Und es ist halt echt die Frage, ob wir hier schon am Boden sind. Ich glaube nämlich nicht, ja. Stellt euch mal. Scheiße, ich bin in Lava. Du bist in Lava? Ich bin tot, ja. Geh aus dem Game. Scheiße. Kann man dich irgendwie retten? Wahrscheinlich, ja. Du hast doch aufgenommen, oder? Ja, natürlich. Hast du die Koordinaten eingehabt? Ja, warte, ich beende mal die Aufnahme. Wenn ich jetzt wüsste, wo du gefallen bist. So, jetzt bin ich allein. Ich schau mir die Aufnahme an. Sofort. Bin ich alleine in der Festung und weiß nicht, wo ich lang muss. Warte. I don't know where I have to go to, but I am confident to find my way. Oh, scheiße, nee, die Koordinaten hatte ich natürlich nicht an, aber, was war denn das für eine idiotische Situation? Warte, ich schau mir das nochmal an. Also, wir laufen da lang, ja, und da bringe ich zu den Inderwitz, ja. Also ich alles bin klar. Wir haben neben dem Gang einfach nicht drei Blöcke platziert und da geht's natürlich runter in den nächsten Lavasee. Oh, okay. Ist das schrecklich. Okay, this is very inconvenient. Das ist wirklich... Ich hoffe, ich mache jetzt nicht das Gleiche. Wäre hier ein kurzer Gang in den Creative Mode erlaubt, oder? Nein, okay. Ich weiß es nicht. Das kann man nicht bringen. Nee, das stimmt schon. Oh, ich höre ganz ungewohnte Piglin-Geräusche. Ich glaube, ich habe soeben die Bruts entdeckt. Soll ich nochmal drauf und mich dann sterben und sehen? Und ich habe noch oder? Eine Truhe entdeckt. Ja, kannst du vielleicht mal einfach zum Außenposten oder so gehen? Wenn ich das finden würde. Weil dann alleine bist du aufgeschmissen in dem Ding, bitte. Ja, dann würde ich jetzt gerne, ich würde gerne wissen, wo das ist, aber ich bin hier total verloren. Du musst einfach nur hoch, so den Gang, diesen Gang. Einfach nur hoch. Ja, du bist doch wahrscheinlich zum Stellen runter, oder? Not necessarily. Warte mal. Ich guck mal, wo ich jetzt hier eigentlich bin. Ja. Nee, ich will nicht auch noch in die Lava fallen, das wäre jetzt unschön. Ja. Hier ist es sehr angenehm. Hier ist angenehm warm. Bist du in der Überwelt? Was? Bist du in der Überwelt? Welche Überwelt? Überwelt, keine Ahnung. Nein, ich bin gar nicht mehr auf dem Server, ich warte auf die Anleitung. Nein, aber wo bist du mehr raus? Wie raus? Aus dem Spiel. Ach so, nee, aus welchem Spiel musst du jetzt sagen? Nee, ich bin in ein Lava-Loch gefallen. Ich kann dir genau sagen, wo das ist. Ihr könnt mich voll retten, ne? Aber ja. Ich brenne ja nicht noch, ne? Das ist das einzige Problem. Aber ich krieg wenigstens mein Stuff, okay. Also ich lotse dich hin. Bastion, ne? Okay, geh erstmal zu Bastion. Ja komm, aber das müssen wir jetzt schaffen. Komm, Teamwork. Ich muss gerade bloß zum nächsten Portal gehen und das ist Honky Island. Ja, das schaffst du doch. So. Warum hat Honky Island eigentlich so gebaut, dass man mit dem Boot nirgendwo draufkommt? Aus Gründen. Das hat einen Hafen, da musst du rein. Ich hab jetzt. Hier hatten wir. Das Ding soll einen Hafen haben. Ja, in der Mitte. Da ist ein Hafentor, da kann man durchfahren. Ich werde das später noch. Da wo die Schildkröten sind. Oh fuck. Das sieht ja hier gar nicht gut aus. So, Schildkrötengruppe. Mein lieber Tobi, wir müssen meinen Charakter jetzt retten. Oh. Ja. Wie wollt ihr das denn machen? Das ganz einfach, indem wir da wo Lava wäre und wo mein Stuff verbrennen würde, einfach keine Lava hinmachen. Wir sind nämlich schlau. Okay, ich habe jetzt mal 11 Diamanten dabei, die mache ich jetzt mal sicher kurz in Raum seiner Truhe hier. Die kannst du abstellen da. Ja, genau. Die kannst du abstellen da, das hört sich gut an.
Ja gut, okay. Ich hier wüsste, wo wir da aufkommen. Tobi, kennst du den Weg zur Bastion? Ich bin da jetzt schon insgesamt ein paar Mal hingelaufen, weil ich gestorben bin. Also ja, ich bin. Okay, dann geh mal dahin, bitte. Ja. Du bist gerade meine einzige Hoffnung. Ist so. Hast du einen Weg dahin gebaut? Ja, natürlich. Hab ich doch letzte Aufnahme gemacht. Es ist dieser Diarrhoe-Steinweg. Das ist ein Schwarzsteinweg. Du musst einfach von Honky Island aus Richtung Endportal gehen und irgendwann wirst du eine Abzweigung geschmückt mit Schwarzstein sehen. Und da musst du einfach lang. Ja. Und da, wenn man direkt hingeht, dann ist da ein Lavasee. Nein, wenn man da direkt hingeht, kommst du an der Bastion an. Dann musst du rechts an der Seite einen Weg hochgehen. Dann über eine Brücke drüber, einen kleinen Gang lang und dann bist du eigentlich schon da, wo es dann runtergeht, wo ich wahrscheinlich jetzt gleich sterben werde. Aber kontrolliert sterben werde. Ne? So, ich bin jetzt beim Weg durchgegangen und jetzt nach rechts. Ja, ja, nach rechts da siehst du so eine Treppe, die habe ich gebaut. Aus Schwarzstein. Ganz nach oben. Ja, so weit wie es geht und dann durch so einen Gang durch. Okay, dann da links so abbiegen. Ja, einfach so über so eine Brücke drüber mit Lava, wo es halt von einem Haus so ungefähr in ein anderes geht, ja. Ja, okay, ich bin da schon drüber. Gut, dann musst du da durch diesen Gang, einfach halt auf demselben Höhenlevel bleiben und dann siehst du da rechts einen Weg wahrscheinlich, oder warte, ich guck noch mal kurz in der Aufnahme links, muss man dann, wenn man durch diese Brücke gegangen ist, muss man dann links oder rechts? Warte, ich schau noch mal kurz in der Aufnahme einfach, wo das ist. Wir sind hier hoch, genau. Okay, wir sind, ja genau, wir gehen den Weg hoch, genau. Jetzt sind wir da. Genau, dann geht's da durch, dann musst du runter erstmal ein bisschen. Da siehst du vielleicht ein bisschen Neverwreck, den wir platziert haben. Wo runter? So, also jetzt nach rechts. Moment mal, wo stehst du gerade? Also wenn man bei der Brücke geht. Okay. Ja. Wisst ihr was? Ich schalte mich mal kurz stumm, damit ihr eure Ruhe habt. Ich muss mich erklären. Alles klar. Schau doch einfach mal mein Discord-Ding an. Ja, Discord-Ding. Warte. Welches Discord-Ding? Ach so, du bist live. Ja, okay. Stream anschauen. So, liebe Leute von heute. Ich bin hier jetzt gerade dabei. Ja, okay. Ja, okay. Geradeaus rechts. Und ich glaube, wir müssen durch die Bastion durch. Wir sind auf der anderen Seite von der Bastion gelandet. Ist das scheiße auflösend. Ja, okay, jetzt dreh dich nochmal um. Nein, nicht darunter. Warte, ich muss in die Richtung. Ja, aber doch, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und dann in die Richtung. Warte, jetzt hupf bitte nicht so rum. Ja, genau, hier, warte. Ja, genau hier, an der Stelle. Ja, also warte, geh nochmal hier hin. Andere Seite rüber. Nein, ja, genau, so. Stopp. Ich überlege, ob ich die da beiden unten, jetzt da unten bin ich gestorben. Schalte. Da in diesen. In diesen Lavaseen da. Die musstest du trocken legen. Alles klar, gut. Holla. Ob ich das machen soll? Nee, also das ist hier irgendwie alles. Genau, das Ding ist es. Nichts Halbes und nichts Ganzes, wo ich mich hier rumtreibe. Ich will mich nur nicht zu dem Boot durchbasteln. Das einfach trockenlegen, weil es einfach stopfen halt. Ja komm, wenn du so zittrig bist, musst du es ruhig angehen, dann klappt es auch. Ja, Moment. Und wir brauchen deine Hilfe jetzt. Tobi! Das war unnötig! Was ist denn jetzt hier los, meine Güte? Dieses Skelett!
Ich habe hier selber auch gerade ein kleines Problem, weil ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Entschuldigung, lieber Honk, aber ein Skelett hat den Tobi in denselben Lavasee geschossen, wie wo ich jetzt quasi drin liege. Ja, und was soll ich daran jetzt tun? Du musst den trockenlegen, zwangsläufig, wenn du unser Zeus retten willst. Ich weiß beim besten Willen nicht. Ich weiß gar nicht mal, wo ich bin. Ich bin hier irgendwo mitten im absoluten Nothing. An der Bastion wieder. Kannst du mal dein Bildschirm teilen, dann können wir dich lotsen. Vielleicht. Bildschirm teilen? Soll ja, das ein Ernst sein? Ja. Moment mal. Das ist jetzt hier auch nicht gerade einfach, hier jetzt weiter zu kommen. Oh fuck. Oh fuck, das ist aber ziemlich gut hier. So, also ich bin jetzt in den unteren Katakomben der Bastion. Scheiße, ja. Ist das ein Brut da? Geh noch einfach mal hoch. Geh einfach mal hoch. Stack dich einfach mal hoch. Und geh zu dem. Mach einfach mal einen taktischen Rückzug. Du schaffst es nicht an. Du schaffst es nicht alleine. Okay. Ich war eben oben und jetzt bin ich wieder oben. Also da oben sind die obersten Ecken der Bastion. Ich hoffe nur, mir begegnet hier nicht jetzt zufällig irgendwas Dämliches. Scheiße. Da geht's runter. Okay. Da geht's rauf. Ich gehe jetzt ganz nach oben auf der Bastion. Ja. Also. Genau. Oder geh an die Stelle, wo ich abgestürzt bin. Ich nicht, wo das war. Du bist du bist vorgelaufen. Dann, ich hab's dann musst gesehen. Dann teile doch einfach mal deinen Bildschirm bei Discord und dann lotse ich dich hin. Dann hoffe ich mal, dass es hier nicht anfängt zu ruckeln, sodass ich Rumpel des Todes kriege. Warte mal. Teilen des Bildschirms. Ja, dann muss ich jetzt erstmal. Ich muss irgendwo in eine sichere Ecke erstmal. Ja, genau. So. Bau dich ein und dann teile dein Bildschirm. Und dann teile ich meinen Bildschirm. Wie geht denn das nochmal? Bildschirm. Jetzt muss ich sehen, welcher Bildschirm. Fuck. Bildschirme. Okay. Da geht's. Leute von heute, das ist ein Ding. Leute. Jetzt merke ich ja auch gerade, dass mein Videoeditor noch oben ist. Okay. Man sieht aber noch nicht, dass du es geteilt hast, also, ja. Ja. Live gehen. Es nimmt eine sehr. Stream also, läuft. Wir können ja noch alles zum Guten wenden, Theo. Ja, das Gute, ja. Nee, also ich habe ihn jetzt geteilt, nur irgendwie wird er jetzt schwarz. Jetzt doch, ich sehe was. Ich sehe aber nur deinen Desktop leider. Ja. Du siehst meinen Desktop, ja, das ist ja wundervoll. Jetzt sehe ich dein Spiel. Passt, wunderbar. Ja, jetzt okay. Siehst du? Ja. Okay, ich sehe dich, du bist da oben, geh mal zum Rand, dann kannst du sagen. Kackenfrosch ist unterwegs, ich möchte... Ja, ja. Okay, du musst nicht weit runter, du kannst ja mal den Weg runtergehen, den wir gebaut haben, mit den Schießschaden da. Ne? Wo ist der? Ja, der war da gleich. Hier? Nein, nicht der. Nein, geh nochmal hoch. Ja. So, hier, da ist der doch. Vorwärts oder zurück? Ja, warte, das ist gerade so ein bisschen blöd auflösend. Da runter, oder? Ist das ein Weg? Nee. Wir haben doch da ein, zwei glaub, Blöcke weg. War das hier? Ja, genau. Hier runter. Ja, genau, okay. Das war jetzt. Okay. So. Okay, wir sind auf dem Level. Ich gehe weiter. Okay. Hier hoch, so, oder? Schau dich mal um. Nee, du musst an diesen Peak kommen, wo man da rauskommt. Warte, war das hier? Nee, Richtung Stelle, ja. Nee, jetzt bist du in diesem Gangsystem drin. Du musst zum Neverwreck zurück, zum roten Stein, der da war. Also genau, da. Okay. Ja. Und hier dann? Ja, genau, hier draußen. Und wenn, stopp, jetzt hier. Wenn du hier links mal runter schaust. Also dann, von hier aus links. Ja, da unten in der Lava, da liegen wir zwei drin. Den See musst du
stopfen sozusagen mit Sand. Ja, wenn ich von hier oben was runterschmeiße, zerspringt der Sand. Ja, das ist das Problem. Heißt, du musst runter. Musst dir einen sicheren Weg runterbauen. Das ist das Einzige, was du jetzt noch machen musst. Warte. Und dich an einem sicheren Ort in Position bringen zum Lava-Stopfen. Dann mache ich mal Folgendes und grabe ich mich hier nebenan zu. Ja, genau. Oh, wunderbar. Klar? Aber du musst aufpassen. Nicht so runtergraben wie Horst hier. Nein. Und möglichst auch das Gold nicht abbauen, falls mich irgendein Pegel sieht. Ja, das wäre gut. Bau vielleicht sicherheitshalber hinter dir zu, man weiß nicht, ob ein Brut runterkommt, ja. Okay, was da? Wo ist meine Erde, verflixte Axt? Okay. Ich mach mal hier einfach mal einen Klotz rein. Wunderbar. Vielleicht dann. Ja. Meinst du denn, dass wir das in 5 Minuten, das sind ja 5 Minuten Timer läuft, also ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir sind beide ausgelockt. Du hast so viel Zeit, wie du willst, ja. Ach so ist das. Ja, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht, meine Liebe. Sonst wäre ja unser Zeus schon längst verbrannt und wir wären schon auch auf der Welt. Wir wollen ja unser Zeus retten gerade, ja. Unser tolles, verzaubertes Dia, Zeus, ne? Naja, ich, okay, du triffst dich auf Brunstgeschwein. Bau doch mal neben dir was weg, oder hier? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Naja. Ich glaube, du bist schon relativ nah. Ich glaube, ich bin sogar schon zu weit. Das ist anstrengend. Kann auch, ja, das kann auch sein, Du geh mal rechts raus und schau mal wegen diesem See. Der Lavasee meinst du? Ja, Mr. Lava, ja. Aber es könnte auch sein, dass. Aber aufpassen, auf jeden Schritt. Du kannst jederzeit in irgendeinen Abgrund stürzen hier. Ja, das musst du mir nicht sagen. Nee, du bist zu weit. Es sind halt so wenige Pixel hier in diesem Kack-Discord-Livestream. Tut mir leid. Ja, auch kein Problem. Das kriegen wir schon. Halt. Und hier ist der Kackenfrosch gerade am Start. So, also nochmal. Es war hier in der Nähe. Oh, da ist aufpassen. Moment, ja, da ist der Abgrund. Ich sehe das. Da unten ist es. Genau da unten ist es. Und da den muss ich. Lavasee. Da muss ich irgendwie runter. Weißt du was? Ja. Ich bin mal ganz verwegen. Ja, aber pass auf bitte. Ja, reg dich mal nicht auf, das geht schon. Ja, you are only hope, ne? You know? Ich bin der Mehrfach-Raketenwerfer. Verstehst, ne? So. Okay. Ja, du bist auf jeden Fall. Oh, ja, pass auf bitte. Ja. Immer mit der Ruhe. Ja, von Lava fürchte ich mich ziemlich. Ja, da bist du nicht der Einzige. Warte mal, ich mach mal hier. Ja, jetzt mach ich mal einen rein. Nur noch hier runter und diesen See dann quasi weg. Ja, nur, das kriegen wir. Mein lieber Tobi, ist das auch der See, wo du drauf gegangen bist? Oh, da ist das Skelett, was den Tobi wahrscheinlich weggehauen hat, ne? Ja, der ist jetzt. Du bist gerecht, Tobi. Er ist selber in die Lava gefahren. Ah, super. Und geh da nochmal hoch. Da habe ich einen Weg gegraben. Was jetzt? Da hochspringen jetzt links. Und fällst gleich mit Tobi runter. Du bringst mich durcheinander. Also. Nein, warte. Oder grab mal den Erdblock da weg. Den habe ich dahin gemacht, damit ich hier nicht von den Brutes weggeklatscht werde. Ach so. Da unten hört sich nämlich gar nicht gut an. Okay. Ich mach mich erstmal nach da unten. Ja. Auf zur Lava und dann stopft das Ganze. Oh. Aufpassen. Ja, immer wieder Ruhe. Du kannst jederzeit hier abstürzen, ist das Problem, und in irgendein Kackloch landen. Ja. Wenn ich mir keine Panik mache, musst du dir auch keine machen. Ich bin sonst normalerweise der Paniklord. Okay. Oh, Halleluja. Ja. Oh, ein Goldblock. Soll ich mir den mal holen? Nein, du
rettest du uns jetzt erstmal. Det där tar jag när jag vill, sa det ramen, du får inte leva än.